Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zur ersten Folge LS17 Coldboro Park Farm im Singleplayer mit Aro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und in der ersten Folge erstelle ich jetzt mal den Spielstand, zeige euch meine Mods, die ich mitnehme und wir schauen uns dann mal den Hof an. Also ich spiele natürlich auf normal, ganz klar. Die Coldboro Park Farm. Dies ist Coldboro Park Farm. Set in der schönen Herefordshire-Landschaft. Wunderbar. Steht wahrscheinlich Set. Aro, wunderbar, grünes T-Shirt. So, jetzt kommen wir zu den Mods. Jetzt werden sich einige wundern, was sind das hier denn für Fahrzeuge? Die habe ich aufgrund der Steam Day One Edition. Und zwar ist das einmal der Challenger MT700 Field Wiper und der Valtra T-Series in der Kau-Edition. Dann habe ich noch den Fan-Favorit 500C dabei. Die Map ist natürlich dabei. Der Follow-Me-Mod, damit mir Fahrzeuge hinterherfahren, zum Beispiel ein Ladewagen oder so. Der Fendt 1000 Vario, Fendt Farmer 310, Fendt Favorit 615. Dann habe ich 4Real Fruchtzerstörung, Reifenverschmutzung und Bodenbeschaffenheit. Außerdem den Yoskin Vago Autoload. Damit kann ich Ballen automatisch auf- und abladen, das ist sehr praktisch. Platzierbare Nachfülltanks, dann brauche ich mir nicht ständig die Paletten vom Shop holen, die sowieso nach einmal beladen leer sind oder öfter. Die Großballengabel, damit ich mehrere Ballen transportieren kann. Den IMT 549 Deluxe habe ich natürlich aus meiner Mod-Vorstellung mit übernommen. Den Spector 17, damit ich auch sehen kann, wie viel Füllstand gerade der Drescher hat und so weiter. Der International 1455 darf auf gar keinen Fall fehlen, ein sehr schöner Oldtimer-Traktor. Lely Juno 100, Curseplay, John Deere 8R, Mercedes Unimog 1600, Drive Control und natürlich die GPS-Mod. Ich vermisse gerade ehrlich gesagt eine Mod, die werde ich dann in der nächsten Folge mit reinholen und zwar ist das natürlich mein MB-Truck. Der kommt in der nächsten Folge dazu. Gut, wir starten jetzt trotzdem mal. Ist dein Fahrzeug schmutzig? Säubere es mit einem Hochdruckreiniger. Super Tipps hier im Spiel. So, Start, los geht's. Curseplay, möchtest du, dass die Felder automatisch gescannt werden? Natürlich, das macht Sinn. Möchtest du Lohn für deine Fahrer aktivieren? $1,125 die Stunde. Ausnahmsweise. So, und jetzt sind wir hier auf unserer Coldboro Park Farm auf dem Haupthof. Und würde sagen, wir schauen uns erstmal um. Das sind die Startfahrzeuge. Schöner Mähdrescher. Ein Case. Ja, einige von euch haben natürlich die Map schon gesehen, als ich die im Livestream gespielt habe. Da kam mir überhaupt erst die Idee auf, ein Singleplayer-Let's Play zu machen. Weil ihr gesagt habt, hey, macht doch mal Let's Play. Ja, und dann habt ihr euch gewünscht, dass ich auf dieser Karte ein Let's Play machen werde. Und ich habe mir gedacht, ich fange aber neu an und nehme nicht meinen bisherigen Spielstand, sondern wenn, dann solltet ihr schon alles mitbekommen. Und ja, da habt ihr jetzt die Chance zu. Also hier können wir alles, hier ist halt das Silo, abkippen, wieder einladen. Hier haben wir eine Möglichkeit zu tanken. Mein Hänger. Oh, ein Deutz. Jawohl, sehr schön. So, dann schauen wir mal, welche Felder wir überhaupt schon zum Anfang besitzen. Das ist Feld 2, Feld 9, Feld 7, Feld 8 und Feld 4. Und Weide 22 und Weide 23. Gucken wir mal, ob überhaupt schon irgendein Feld so weit ist. Ich denke mal nicht. Nein. Ich muss sowieso noch Einstellungen vornehmen. Und zwar Pflanzenwachstum schnell. Pflanzen sterben aus. Flügen notwendig aus. Düngestufen mache ich immer nur eine. Weil sonst kommen wir in einem Let's Play zu gar nichts. Speichere ich schon mal. So. Und ich spiele auf 15 wahrscheinlich. Also ich werde auf 15 Geschwindigkeit anfangen. Und ihr könnt gerne sagen, in welche Richtung dieses Let's Play gehen soll. Ob ich Viehzucht machen soll, ob ich nur Felder machen soll. Also ich bin da offen für alles. Wenn es mir gefällt, dann übernehme ich natürlich gerne eure Vorschläge. So, was haben wir denn auf den beiden Startfeldern hier überhaupt drauf? Oder auf den ganzen? Ist das Gerste? Das ist Gerste auf der 2 und Weizen auf der 9. Auf der 8 steht Raps und auf der 7 steht auch Gerste. Gedüngt sind die wahrscheinlich nicht. Oh, Feld 9 ist sogar gedüngt. Welch ein Luxus. Was steht denn da? Ein Pickup. Oh, wir haben sogar einen Pickup. Brauche ich den? Ich weiß nicht, ob wir den Pickup brauchen. Ich bringe ihn erstmal... Wir fahren erstmal zum Kuhhof. Denn wenn überhaupt Tiere, dann kommt zuallererst die Kühe. Die Schweine kommen bei mir ganz zum Schluss, weil dafür musst du im Business sein. Musst du alles haben, die ganzen Feldfrüchte und so, sonst bringt es nichts. Weil Schweinefutter zukaufen ist ganz schön teuer. So, ein schöner roter Pickup hier. Kleiner Flitzer.
Uiuiui. So, hier ist die Einfahrt. Chantry Farm. Hier gibt es, wie gesagt, die Kühe und die Schafe. So, steigen wir mal hier aus bei der Kuhweide. Also hier werden später die Kühe draufstehen, auf dieser Weide. Hier kann ich das Futter reinkippen, dort hinten das Wasser. Das weiß ich, wie gesagt, schon aus meinem anderen Singleplayer-Spielstand, den ich dann jetzt nicht mehr spielen werde, sondern nur noch den hier und immer aufnehmen werde, ganz fleißig. So viel steht fest. Da könnt ihr auch ein bisschen was über Curseplay lernen, wer es überhaupt nicht kennt. Richtig kenne ich mich damit auch nicht aus. Also Kurse einfahren und so ist überhaupt kein Problem. Aber man kann ja damit viel mehr machen. Ein Seitenmähwerk? Na, die mag ich gar nicht so. Da kannst du schlecht den Ladewagen hinterherfahren lassen. Aber gut, müssen wir mal mit klarkommen. So ist das. Weil wir haben ja bloß 20.000. Wir können gar nicht so rumasen. Optimal. Also, sehr schön. Hier werden die Schafe untergebracht. Und auf dieser Weide hier latschen sie dann rum. Und die Kühe sind natürlich hier im großen Kuhstall. Ja. Also ich finde den Hof und die Map sehr schön. Gibt natürlich, wie gesagt, es gibt noch den Schweinehof. Da oben bei Feld 30, 31. Dann gibt es noch die BGA, wo man auch später ganz gut Geld mit verdienen kann. Und unten auf der Karte seht ihr die ganzen, die Station zum Abkippen, den Shop, Wolleverkaufsstelle, Biomasse, Heizkraftwerk und so weiter und so fort. So, und ich würde sagen, wir bringen jetzt mal diesen Pickup hier wieder zurück zum Hof. Und dann schauen wir uns nochmal genau an, was wir dann als erstes überhaupt machen wollen. Also Feld 9 würde ich sowieso als erstes ernten, weil es gedüngt ist. Das macht richtig Sinn. Ja. Und da kann ich dann auch gleich mit dem Curseplay einfahren den Kurs, damit er demnächst für mich automatisch erntet. Dann kann ich nämlich mehrere Felder gleichzeitig bearbeiten, alleine. Dafür ist der Curseplay sehr gut. Ganz schön holprig hier die Straße. War am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig hier die Wege, weil auf anderen Karten sind es keine Erdwege, sondern sieht irgendwie immer ein bisschen anders aus und hier der komplette Hoferde, aber ich finde es eigentlich sehr schön. Also ich habe mich daran gewöhnt. Dann stelle ich den Pickup ab, am besten hier irgendwie. So. Gucken, ob wir was im Lager haben. Oh, wir haben sogar was im Lager. Ich würde sagen, ich verkaufe jetzt sogar noch was in dieser Folge. Weil ich brauche ja Geld. Wir brauchen ein wenig Startkapital. Egal für was, machen wir auch immer Geld. Und wenn es nur die Nachfülltanks aufstellen ist fürs Saatgut, kostet mich ja auch schon 9.000 oder so. Ist ja alles nicht umsonst. So, ja, fangen wir mit dem Weizen an, natürlich. Und ich nehme mal an, Biogas. Nee, Wednesday Store. Alles klar, bringen wir es zu Wednesday Store. Der Preis steigt doch gerade, optimal. Plane zu. Ja. Ja, und in den nächsten Folgen werden wir dann beginnen mit der Feldarbeit. Da werden wir dann die ganzen Felder abernten, grubbern, düngen, säen. Gibt viel zu tun auf den Feldern. Und ich bin gespannt, wie schnell wir zu Geld kommen. Und vor allem bin ich auf eure Vorschläge gespannt, was ich zuerst machen soll. Ob es nur Feldarbeit wird, ob es die Schafe werden, ob es die Kühe werden. Ob es Silage-Business wird. Wie auch immer. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust, mal Forst zu sehen. Ist nicht ganz mein Spezialgebiet, aber kann man auch hin und wieder mal in den Forst gehen, gerne.
Hab auch gesehen letztens auf Modhoster, es gibt eine reine Forstmap. Also auch sehr, sehr interessant eigentlich mal für ein reines Forst-Let's Play. Was haltet ihr denn eigentlich davon, von der Idee? Steht ihr so auf Forst oder guckt ihr das nicht so gerne oder, Würde mich mal interessieren, könnt ihr es einfach mal gerne in die Kommentare schreiben. So, und jetzt sind wir auch schon am südlichsten Punkt der Karte. Und hier sind die ganzen Verkaufsstellen. Hier ist der Shop und der Viehhändler. Und hier drüben haben wir eine Möglichkeit, unsere Wolle zu verkaufen und die ganze Ernte zu verkaufen. Und zwar hier oben drauf. Zack, das ging schnell. Jawohl, 2600 Euro für einmal Hänge abkippen. So lässt sich das hier leben auf dem Land. Und ich würde sagen, für diese erste Folge mache ich dann jetzt auch an der Stelle schon Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Aro. Tschüss. Chaotix Gaming. Normal kann jeder.